Ich bin ja nun wirklich schon ganz gut rumgekommen, also feiertechnisch. Ich habe auf der Reeperbahn gefeiert, in der Schanze, in Altona, Karoviertel. Überall, wo das was zu feiern gab, habe ich das mitgenommen. Einmal feiern zum Mitnehmen, bitte. Och, meine! Aber auf der Reeperbahn, da hast du sie alle. Das ist der Schmelztiegel. Da treffen die verschiedensten Personen aufeinander, um ordentlich alle über den Durst zu trinken. Und? Alles wieder normal. Ich kenne sie alle. Und ich habe da einfach mal ein paar Schubladen für aufgemacht, um das Ganze ein bisschen in Kategorien einzuteilen. Lass ein Abo da, bimmel die Glocke und schreib gerne mal in die Kommentare, in welche Kategorie du dich siehst. Kategorie 1. Junggesellenabschied oder Junggesellenabschied. Das kennen wir alle. Da willst du einmal nichts ahnend auf der Reeperbahn ein bisschen rumflanieren mit einem Bierchen in der Hand. Und das Erste, was du siehst, ist ein Bauchladen mit irgendeinem Magger mit pinkem T-Shirt, wo drauf steht Bräutigam. Alle das gleiche Outfit, irgend so einen dusseligen Strohhut auf dem Helm. Zusätzlich zu den 5 Promille, die sie auch schon mit eingepackt haben, dann ist der auf dem Strohhut noch so schön Bacardi vom letzten Ballermann-Urlaub. Und dann rennen sie da durch die Straßen. Meine Fresse. Generell, das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Junggesellenabschied auf der Reeperbahn. Das dauert 2 Stunden, dann hast du alle verloren. Der eine ist schon auf der Derbywache. 2 Handys weg, eine Handtasche geklaut, alles im Arsch, Scheißabend, alles Karre. Der andere ist in der Bar versagt, Hotelzimmer vergessen, Schlüssel verloren, alles Scheiße. Aber es gibt noch eine Kategorie, die ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Kategorie 2. Ein Auslandsspiel in Sachen Tränken von der Freiwilligen Feuerwehr. Also. Da muss ich wirklich gar nicht viel zu sagen. Das ist ein ähnliches Prozedere wie bei den Junggesellenabschieden. Meistens dieselben Klamotten, alle endmaximal behelmt, da geht nichts mehr. Und dann rennen sie da durch die Straßen und hinterlassen eine Schneise der Verwüstung, trinken alle Bars aus. Ich meine, das muss ich mal vorstellen, bis die erstmal hier sind, dann steigen die da irgendwo in Zug, in Heide oder was weiß ich. Bis die dann mal hier sind, da hast du ja schon mal 5, 6 Kisten Bier durch und ein paar Flaschen Schnaps oder was. Ja, das kann doch noch schief gehen. Die könnten eigentlich direkt bei der Davidwache vorher anrufen und fragen, entschuldigen Sie, wir würden morgen mal nach Hamburg fahren, haben Sie da morgen noch mal 3 Zimmer frei? Wir sehen 10 Leute, wir gehen davon aus, 3 landen bei Ihnen, Schublade auf. Das sind ja nämlich auch die Leute, die kommen ja aus irgendeinem zwielichtigen Etablissement raus und wundern sich 2 Wochen später, warum ihre Kreditkarte mit 1,5 belastet ist. Kategorie 3. Die Camp David Fraktion. Ja, was soll ich da noch zu sagen? Camp David Fraktion. Also bevor ihr auf die Reeperbahn fahrt, fahrt doch bitte erstmal in die Mörkebergstraße und kauft euch ein paar neue Klamotten. Kategorie 4. Die Studenten und Studentinnen. Das sind so Leute, die trauen sich maximal bis Hans-Albers-Platz. Dann gehen sie ins Quer oder Frieda B. Aber meistens findest du die am Hamburger Berg. Barbara Bar. Oft kein gern gesehenes Publikum. Trinken meistens nur Wasser, bestellen wenig Pisetten und Schnäpse, nehmen andere Substanzen, trinken den ganzen Abend Wasser und gehen wieder nach Hause. Aber wenn die Leute sich von der Uni mal behelmen, dann aber richtig. Aber das nennt man den Corner. Die stehen vom Späti, die haben alle keine Kohle. Dann müssen sie sich da die Billigpisetten reinschrauben. Kategorie 5. Ja, die Schnösel, die kommen dann da irgendwie aus Eppendorf gekarrt oder aus Blankenese und dann parken sie in Tesla da schön in der Tiefgarage am Spielbudenplatz, rennen rüber ins Schmidtchen oder ins Tivoli, machen da schön auf Theater und dann wollen sie noch ein bisschen mal St. Pauli erleben, mal in eine Kneipe gehen und spätestens, wenn sie da reinkommen und Hermann an der Bar sitzt und sagt, was sagt ihr denn? Dann drehen sie sich direkt wieder um und gehen raus und wollen nach Hause. Und wimmern sich abends in Schlaf daneben Jutta. Der bleibt doch direkt in Blankenese oder Eppendorf. Mein Gott. Und die nächste Kategorie. Die Arbeitenden. Das sind die Leute, die da irgendwas auf der Reeperbahn, in den Lokalitäten oder was weiß ich, irgendwas arbeiten und da auf Schicht müssen. Dann müssen sie sich da erstmal durch die Menschenmengen, Exkremente und durch die Kotzehaufen kämpfen, damit sie irgendwann mal an ihrem Arbeitsplatz ankommen. Aber er hat ja auch ein bisschen Charme. Und die nächste Kategorie. Die Einheimischen. Ja, das sind die Leute, die wollen meistens nur zum Kiosk gehen, sich dann noch irgendwas holen oder nochmal zum Pennymarkt, da nochmal ein bisschen was zum Kochen rausholen. Oder die sind sehr jung. Wenn du sehr jung bist, dann gehst du ja auch nochmal, wenn du in Hamburg wohnst, auf der Reeperbahn und denkst, da kann man geil feiern. Ich meine, ich weiß das ja. Ich verhehle mich da auch regelmäßig, aber das hat ganz andere Gründe. Und dann haben wir natürlich auch noch die Touri-Gruppen.
Die Touri-Gruppen, das meiste ist ein Mix aus allen zusammen irgendwie. Die kommen ja alle irgendwie mehr in Mang, buchen sich so eine Führung durch St. Pauli und wollen das volle St. Pauli-Erlebnis haben. Dann gehen sie da erstmal über die Meile, lassen sich ein bisschen vollsappeln. Hühü, haha, und auch witzig, mal hier Erotikmuseum, hier Herbertstraße, Davidwache, Dankeschön. Hier noch ein Bier, auch hier. Man trinkt hier Astra-Flaschen, darf man nicht. Wir nehmen eine Dose und dann gehen sie da rüber. Und dann gehen sie, wenn sie entlassen werden, noch mal alleine in eine Kneipe, bestellen sich einen Pilz und dann geht's ab aufs Hotel. Und das war's. Motel One, schön einkehren, am nächsten Tag rauskehren und nach Hause fahren. Die letzte Kategorie, die Engländer. Das ist eine sehr intensive Kategorie. Die trinken sich einmal komplett durch St. Pauli. Ich meine, der einzige Beweggrund, das einzige Motiv, hierher zu fliegen ist. Schön der Fußbüttel und dann mit Taxi, straight auf die Meile. Direkt Druckbetankung. Dann wird der Koffer ins Hotel geschmissen, irgendwo hin und dann geht's direkt los. Getränke in die Fresse, da steckt am nächsten Tag noch die Flasche Bacardi im Rachen. Aber ich sag euch was, mit denen kann man richtig gut einen haben. Im Sommer, da sind die schon ganz blau in der Fresse, so verbrannt sind die schon. Erst wird's ja rot und irgendwann wird das blau. Und denen geht das immer noch gut, da wird immer noch einer reingestellt. Oh ja, hey, do you want to go to the next bar? Yes, I can visit you, no problem. England, 10 points to England, dankeschön. Boah, ist schon wieder leer. Also, ich mache alle Kategorien, das ist mir völlig scheißegal. Hauptsache nette Leute. Ich melde mich ab für heute. Ich mach gleich mal das Licht aus, Harald. Ich muss ein bisschen Strom sparen hier. Wenn du weniger Kilowattstunden hast, hast du mehr Kohle für Pilz. Aber jetzt einen Pilz habe ich jetzt auch im Badezimmer. Habe ich gesehen.